So, weiter hier auf dem 10-Cent-Kanal, ganz verlutscht, wird hier rumgelutscht auf 10 Cent. Ja, kein guter Start. Immer noch dran, weil ich war jetzt ein paar Mal hier drin. Eine Ausspülung, hätte ich jetzt eine Ausspülung gehabt, aber hat nichts gemacht. Da hofft man natürlich auf, ja, Besseres. Und lass die Spiele beginnen. Ausdrehen. Jawohl. Ja, so scheiße. Nee. Das ist schon Körperverletzung. Das ist schon reine Körperverletzung. Bleibt jetzt erstmal auch drin in dem Spiel, weil mir schon mal aufgefallen ist, wenn der öfters reinkommt, dann bleibt das auch erstmal so. Aber er muss jetzt nicht unbedingt was schmeißen, sagen wir mal, an Gewinn. Ne? Also mir ist schon öfters aufgefallen, dass er dann regelmäßig reinkommt. Also dann weiß ich von 30 Ausspielen, dass man vielleicht einen Gewinn mal einen vernünftigen kriegt. Schon fast vorne, die hat er schon auf 3 Münzen. Fehlt natürlich noch Position 1 erstmal, da wäre schon mal ganz gut von links nach rechts. Schon scheiße. Ich muss ja den zweiten jetzt auch sofort auflösen danach. Also diese Position. Bleiben die Beine stehen. Macht er natürlich nicht. Ja. Also die Gewinnchance ist niedriger. Ist eine Sache von Kombinationsglück in der Form und muss schon passen. Ja, und frisst. Ersten beiden schon fast voll, aber doch ein langweiliger Lauf, sagen wir mal so. Ist nicht so prickelnd. Aber das höre ich auch öfters in den Kommentaren hier bei Popcorn TV oder bei Moneymaker. Ey, ist alles langweilig. Ja, Leute, ich habe keinen Einfluss auf das Spiel hier, ne? Da müsst ihr euch bei dem Programmierer beschweren, der das hier programmiert hat. Bei der Firma Gausemann, ADP. Und die können wahrscheinlich nie Auskunft darüber geben, warum das so langweilig ist. Aber ich mit Sicherheit nicht. Ist dann immer so ein formschwerer Irrtum, dass man das Spiel beeinflussen könnte. Das ist ein Ablaufprogramm für die, die es noch nicht kapiert haben. Und wenn ich einige Kommentare nochmal gelesen habe auf dem Tizona-Kanal, wäre doch langweilig oder man müsste anders drücken.
Man kann sich hier mit einem blanken Arsch draufsetzen und drücken. Hat absolut keinen Einfluss auf den Spielverlauf. Ne? Das müssen wohl manche noch verstehen. Das bleibt ja auch nochmal zwei Runden stehen. Wenn der blaue Mann jetzt da unten gewesen wäre oder da ist, dann hätte er dann den mitgezählt. Ne? Jetzt geht der linke weg. Leider keine gute Kombinationsmöglichkeit. Aber man hat ja eigentlich zwei offene Optionen. Man hat ja einmal die Pyramiden, wenn die reinkommen als Feature, und einmal die Kreuze, das wegsetzt zwischendurch. Von daher gesehen finde ich das Spiel schon wesentlich interessanter als so viele andere Spiele von der Kombinationsmöglichkeit. Und man spielt schon ein bisschen länger. Man verliert zwar auch, aber man spielt schon ein bisschen länger vom Ablauf her. Sich das Spiel. Das ist einfach zu langweilig. Ja, das sechste Mal jetzt drin. Tja. Machen wir mit der Hand mal starten. So, zwei am Anfang ist schon mal ganz gut, weil die ja stehen bleiben sofort. Würde der dann praktisch so aussehen, jetzt habe ich den Dreierblock erstmal stehen, der bleibt auch mal stehen. Sieht wild aus, aber ist nicht viel, aber dieses Spiel sorgt meistens für Überraschung auf klein. Jetzt bleibt der ganze Rudel, glaube ich, noch einmal stehen. Das braucht praktisch eigentlich nur hier eine Kombinations- und da eine Kombinationsmöglichkeit sein. Werdet ihr jetzt sehen. Ja, aber falsch kombiniert, schade. Natürlich der absolute Reißer gewesen. Ich bin aus dem Brand raus. Tja Leute, das ist das einzige Spiel, wo ich jetzt mit 10 Cent immer viel gewonnen habe. Wenn ich jetzt ehrlich bin, aber wir werden das noch weiter austesten. Das müsste der linke, der fällt jetzt weg und der auch. Wenn die jetzt nochmal stehen bleiben würden, würde natürlich scheppern, aber. And go. Ja. Da ist schon eine leichte Temperatur noch drauf. Hat ja auch 6 oder 7 Spiele gar nichts gemacht, ne? Das wollte ich ja kurz vor der Pause. Kennt man ja bereits solche Läufe. Immerhin. 48 Euro ist schon eine Rutsche, die okay ist. Gucken wir nach der Pause, ob das dann noch weitergeht. Was ich nicht glaube. Ich glaube, wir müssen auf Popcorn TV mal schauen. Hatte ich 2 Läufe gehabt, die waren sowas von krass. Irgendwie 160 oder 170 Euro wert gewesen. Aber schon für 10 Cent ein Knaller. Da hatte man erst gedacht, 100 Euro hätte er drauf. Und die Party ging dann trotzdem noch weiter. Ich wollte schon gerade rüberziehen. Ja. Er hat jetzt gut Raumfuffi drin gehabt. Habe ich jetzt wieder zurückbekommen.
Aber lasst euch dadurch nicht blenden, ne? Das war jetzt ein reiner Zufall auch. Ich wollte schon schreien. Tja, Leute. Päuschen ist da. Und nicht vergessen zu abonnieren, zu liken. Ich freue mich über jeden Abonnenten, über jeden, über Kommentierung von eurer Seite her. Ja. Ansonsten kommt ein neuer Part gleich, bleibt dran. Hier kommt eine Fortsetzung. Und ciao. Oh, schon Ende gemacht, ja? Auf 10 Cent macht. Weiter, Leute. Ey, die Sau macht ja viele Nudeldrehungen, oder? Ich bin's rein. Na, ist klar. Okay. Okay. Und die Power Spins. Ach Scheiße, das habe ich aber verdrückt. Na. Nein. So. Mal schauen. Zweimal. Beschweren.
gerade an der Raststätte und da sind die Läufe ein bisschen besser. Das ist ein hoher Durchlauf. Das ist eine Sau. Sieht gut aus. Geizige Schwein. Oh. Da wollen wir auch mal rein. Angasen. Spins. 9 Spins. Gehen wir weiter. 10. Ja, jetzt haben wir erst 9. Eine Scheiße. Das ist eine Dreckshaus, dass das nicht im Buche steht. Los, ey. Das glauben wir, ey. Dann halbiert er. Komm rein. Thank you.
wird der Kuchen kleiner. Das Schwein lässt mir nicht mehr auf 10 Spiele. Das ist ja ekelhaft. Serviert er wieder, oder? Ja. Jo. Auch schön. Dann gehen wir weiter durch. Durch. Oh, darf man gar nicht machen. War ja mal auf 10 Spieler kommen. Nicht drin. Nicht zu lang. Versuchen. Ich habe ja eigentlich schon über 10 Euro gewonnen, wenn man es mal so sagen darf. Und vor allem daher gesehen, kann man sich ja eigentlich schon gar nicht beschweren. Ne? Man muss eigentlich nur die Aushalttaste finden. Schon ein bisschen mehr Power Spins haben. Das kommt mal auf keine vernünftige Summe. Ja. Oh, das war klar. Das war klar. Da ist man noch zu dünn. 7. 8. Nee, 7, sorry. 9, nee, 8. 9. 10. 14. Nehmen wir doch mal. Nee, 12. Sorry. 12 und 14. Nehmen wir mal an. Wenn nichts bringt jetzt, dann muss man gleich noch höher drücken. Das hat ja gar keinen Zweck. Ja, sieht aus, als wäre das schon immer Minusgeschäft gemacht haben.
Ah, scheiße, mir ist geschickt. Also 12 oder 10 annehmen bringt nämlich gar nichts. Freispiel lassen auf sich warten. Jetzt auch total überfällig. War für mich eines der besten Spiele momentan von Gausemann überhaupt. Ne? Vikings of Fortune. Kann ich nur empfehlen. Kann man auf kleines Geld rumlutschen ein bisschen. Chance habe ich gerade gehabt, nicht wahrgenommen, wie es aussah. Ja, ich bin hier gerne an der Raststätte, ne? Bin jetzt nicht in die Spielhalle, Raststätte. Ja, gerade eine Scholle gegessen. War gerade pinkel noch und ja. Wollte ich mal hier so leicht angasen. Wohl die magische Grenze zu sein. 8, 9. Wenn er erstmal darüber hinweg geht, könnte er wahrscheinlich dann oben bis zur Spitze gehen. Also, aber ist auch eine Theorie nur, Vermutung, aber weiß man nicht. Das weiß man alles leider nicht. Das Ding ist sowieso scheiße. Denke ich mal. Kaputt. Ja. Haben wir eine Chance? Weiter.
Brauchst gar nicht drücken normalerweise. Interessant. Ich kann natürlich auch die Varianten in dem Kreis auch überspringen. Aber habe ich noch nie ausprobiert. Ich denke mal, sieht nicht so gut aus dann. Und? Nee, er lässt sich nicht sehen.